Wer kennt es nicht? Man ist gerade 18 geworden und hat sich einen fetten E46 gekauft. Leider war der Erstbesitzer aber ein bisschen geizig und hat ein Häkchen vergessen bei der Lederausstattung und ihr habt nur eine Stoffausstattung bekommen und damit müsst ihr jetzt leben. Das Problem aber bei einer Ausstattung, die nicht aus Leder ist, sondern aus Stoff, dass der Stoff hier immer ausleiert. Das ist leider so bei allen BMW E-Baureihen, die an der Tür Stoff haben. Ein Vorteil zwar für die Sitze, weil die Sitze sehen eigentlich noch sehr gut aus, bis auf halt die Lederwangen. Die Lederwangen habe ich aber auch schon selber bearbeitet im Flüssigleder und das hält noch immer sehr gut. Hier ist das Video dazu, könnt ihr euch auch mal anschauen. Hinten sieht es, glaube ich, nicht so schlimm aus, doch hinten ist es noch schlimmer mit dem ganzen Stoff, der ausleiert. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir irgendwas, damit das hier nicht mehr passieren kann. Und zwar habe ich Stoff von Wrapping International genommen und damit werden wir jetzt die kompletten Türpappen bekleben. Zuerst vorne, dann hinten, weil ich nur 1 Meter gekauft habe und ich glaube, das reicht nur für 1 Meter aus. Aber wen wundert es, dass 1 Meter nur für 1 Meter ausreicht? Das Alcantara hier ist von Wrapping International und das ist Mikrofaserstoff. Das ist kein Alcantara, sondern Mikrofaserstoff, was Alcantara halt ähnelt. Es ist sehr weich und verändert halt die Struktur, wenn man da rüber streicht. Das Gute ist, ich weiß, wie man mit dem Stoff arbeitet, weil den kompletten Dachhimmel und die Säulen habe ich schon mit dem Stoff beklebt. Ihr könnt das Video hier oben in der Ecke sehen. Der Stoff hält sehr gut, weil ich da auch Sprühkleber verwendet habe. Das werden wir auch an den Seiten hier machen. Ich muss nur gucken, welchen Sprühkleber wir haben, weil der muss schon gut sein. Und ich hoffe, dass wir diesen Fehler hier von BMW wegbekommen und das Ganze dann etwas besser ausschaut, weil das ist natürlich nicht so schön und will man nicht im Auto haben. Und weil diese Tür hier am schlimmsten aussieht, machen wir diese Tür zuerst. Als erstes müssen wir natürlich alles abreißen. Das sieht jetzt alles sehr, sehr radikal aus, aber anders geht es leider nicht, weil das ist einfach plastikgeschweißt und Plastikschweißen bekommt man nicht anders weg als durch Bohren. Und schon ist der Griff ab und wir haben eine Tür, wo wir jetzt alles säubern können und Alcantara draufkleben können. Und der Kleber hält zwar nicht auf dem Stoff, wo er eigentlich halten sollte, aber überall anders hält der Kleber. Ich habe die komplette Garage damit schmutzig gemacht, überall liegen diese Klebereste und die gehen einfach nicht weg. Also zieht euch Handschuhe an und nehmt Sachen, die ihr danach wegschmeißen könnt. So, wenn es dann einigermaßen sauber aussieht, hier so kleine Stellen sind eigentlich hoffentlich egal. Ich weiß das ja nicht, ich habe es dann auch noch nie gemacht selber, also eine Türpappe bezogen. Aber ich denke, dass das, was wir jetzt hier gemacht haben, reicht aus, um jetzt das Alcantara drauf zu kleben. Als nächstes wird alles fein säuberlich abgeklebt, denn jetzt kommt der Sprühkleber zum Einsatz. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Pinsel auftragen, aber dann natürlich nicht mit einem Sprühkleber, sondern mit einem anderen Kleber. Es gibt auch extra Industriekleber, die man streichen kann. Die sind, glaube ich, sogar besser als dieser Sprühkleber, weil der war von Patex und ist eigentlich in Ordnung. Den Kleber müssen wir jetzt 10 Minuten ablüften lassen. In der Zeit machen wir die komplette Verklebung wieder ab und schneiden das Alcantara. Und wir müssen die Ränder sorgfältig sauber machen, weil wenn das Alcantara mit dem Kleber, was Alcantara, das Mikrofaser mit dem Kleber in Berührung kommt von der falschen Seite, dann haben wir so weiße Stellen und das sieht nicht schön aus. Einmal kurz Probe liegen, ob alles passt mit der Länge. Das sollte genügen, ja. Am besten macht man diese Arbeit zu zweit, weil wenn die Folie einmal an sich selber klebt, also wenn die zwei Klebeseiten gegeneinander kommen, dann ist es fast unmöglich, die Folie wieder auseinanderzuziehen. Klappt natürlich auch, könnt ihr in diesem Video hier sehen, wie ich das Dach bezogen habe, aber es ist tausendmal einfacher, wenn ihr zu zweit seid, wie bei vielen Dingen auch.
Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie machen wir die Griffe dran? Die Griffe werden ganz einfach wie original auch wieder Plastik geschweißt. Ich habe dafür einfach Kabelbänder genommen, weil ich habe irgendwo gelesen, dass Kabelbänder dafür geeignet sind. Und ja, ein Kolben, Kabelbänder und rein damit. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis von einer Türpappe. Der Griff ist komplett fest, der wackelt nicht, also der wackelt genauso viel, wie der vorher auch gewackelt hat. Und es sieht einfach tausendmal besser aus. Wir müssen noch ein paar, die Klebereste hier vorne und hier unten müssen wir noch wegmachen. Aber sonst sieht das Ganze tausendmal besser aus als das hier, wenn der Stoff überall hier runterhängt. Und jetzt, wo beide Türpappen fertig sind, können wir die auch wieder einbauen. Übrigens, das Alcantara, oder es ist ja kein Alcantara, sondern Mikrofaserstoff, das ist von Wrapping International und ihr bekommt den auch bei dbcustoms.de. Ihr könnt den aber auch natürlich bei Wrapping International kaufen. Der lässt sich super verarbeiten, der hat eine gute Qualität, wir hatten den 2 Jahre im M4 und war alles top. Die Türpappen sind jetzt komplett fertig und das ist das Ergebnis. Meiner Meinung nach schaut das hier, was wir jetzt hier gemacht haben, mit euch tausendmal besser aus als das Originale, was so aussieht. Und das Gute an dem kompletten Umbau war, wir haben das innerhalb von ungefähr 5 Stunden geschafft, also kann jeder zu Hause nachmachen. Wir haben jetzt nur vorne die 2 Türen gemacht. Für hinten die 2 Türen hätte der Stoff, glaube ich, auch noch ausgereicht. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und warte, bis ich den neuen Stoff bekomme. Und dann machen wir hinten noch die Türen. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf den Abo-Button, lasst einen Kommentar drunter, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!